Also für mich, liebe Kinder, gehört zu Weihnachten auch der Duft nach süßen Lebkuchen. Am besten natürlich ist der Duft, wenn meine Großmutter die Lebkuchen in unserer Küche selbst bäckt und der süße Duft durch die ganze Wohnung zieht. Da freue ich mich immer drauf. Was riecht denn da so lecker, Großmutti? Ich backe gerade Lebkuchen im Ofen, Kasperl. Fein, Großmutti. Deine Lebkuchen sind immer die besten. Schon alleine der Duft ist verlockend. Jetzt geh einmal weg vom heißen Ofen. Ich muss das Blech mit den heißen Lebkuchen herausnehmen, sonst verbrennen sie mir noch. Oh, Großmutti, das sind genau die Lebkuchen, die ich mag. Schön groß und viele Mandeln eingedrückt. Eine in der Mitte und vier an den Ecken. Oh, darf ich schon einen essen? Nein, Kasperle, warte, bis sie abgekühlt sind. Lies so lange etwas in einem von deinen neuen Büchern. Also gut, dann will ich mich noch mal ein bisschen beherrschen, auch wenn es mir schwerfällt. Ja, gerade am richtigen Tag am Haus vom Kasperl und seiner Großmutter vorbeigekommen. Die Großmutter hat viele feine Lebkuchen gebacken. Die kann ich gut gebrauchen, denn von meinem Hexenhaus sind schon viele Lebkuchen weggegessen worden. Mit diesen Lebkuchen könnte ich mein Hexenhaus wieder in Ordnung bringen. Darum nehme ich sie gleich mit. So, mal sehen, ob die Lebkuchen jetzt endlich kalt genug sind. Nanu, das Blech ist ja leer. Ja, sicher hat die Großmutti die Lebkuchen vor mir weggeräumt. Großmutti! Großmutti! Ja, Kasperl? Großmutti, du hast mir doch versprochen, dass ich einen deiner Superlebkuchen essen darf. Natürlich darfst du einen essen, mein Kasperl. Aber es ist keiner mehr da. Hast du sie wohl alle vor mir versteckt? Nein, bestimmt nicht. Ja, warum denn auch? Ja, wo sind denn dann deine feinen Lebkuchen? Ich weiß es nicht, Kasperl. Das kann ich euch sagen. Ja, grüß dich, liebe Weihnachtsfee. Hast du sie alle versteckt? Nein, Kasperl, ich nicht. Aber sie zieren alle das Lebkuchenhaus der Knusperhexe. Du meinst, dass die Knusperhexe Großmuttis Lebkuchen als Bausteine für ihr Hexenhaus verwendet hat? Ja, sie hat sie mit Zuckerguss an ihrem Dach und ihren Wänden befestigt. Schade, dann muss ich halt noch einmal Lebkuchen backen. Nein, das brauchst du nicht. Ich werde dir neue schenken. Schnell, ihr lieben Engelein, schickt Lebkuchen, schön braun und fein. Oh, ich danke dir herzlich, gute Weihnachtsfee. Ja, prima. Das sind genau solche Lebkuchen wie die von meiner Großmutti. Großmutters echte Lebkuchen schmücken nun leider das Hexenhaus von der Knusperhexe. Ja, liebe Kinder, vielleicht baut ihr euch auch einmal ein Hexenhaus aus Pappdeckel. Und außenherum könnt ihr dann auch mit Zuckerguss kleine, selbstgebackene Lebkuchen kleben und das Haus verzieren. Vielleicht habt ihr an den Weihnachtsfeiertagen oder in den Weihnachtsferien etwas Zeit dazu. Ja, aber passt auf, dass euch die Knusperhexe die Lebkuchen nicht wegstibitzt. Doch sicher, lasst ihr euch die Lebkuchen an Weihnachten auch so gut schmecken. Es wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest und schöne Weihnachtsferien. Die Großmutter, die Weihnachtsfee und euer Bamberger Kasperl.